Ich verurteile jetzt nicht alle intellektuell, ich beachte mich selber als intellektuell. Alle, die das 22 nicht gepeilt haben, zu kennen 23 ziemlich sicher mein Name. Etwas, was ich mit dir nicht gemein hab, weil bei dir geht's viel um Image, da geht's viel um Einnahmen. Nicht, dass die bei mir nicht auch reinkam, doch ich stehen die nicht an erster Stelle oder zweiter. Ich denke ein paar Schritte weiter, ich hab aufgehört zu kiffen, weil ich zu viel high war. Ich spiel eine Show und ich werd super heiser. Du und dein Bro, sei bitte bisschen leiser. Ihr seid hier nicht allein, mir scheißegal, ob ihr am gleichen Tisch sitzt wie die Töchter von Til Schweiger. Shoutout an Till, ich mach was ich will. Vielleicht fliege ich morgen nach Thailand und chill. Ich will lieber das als einen Stern von Daimler auf dem Grill. Ich will all den Smoke und ich denk, dass das keiner von euch will. Nee, sorry, korrigiere, ich weiß das. Gar nicht, was ihr Hobbypioniere mir weiß macht. Und ich lass es so aussehen, als wäre das einfach. Zeig mir einen, der mir das gleich macht. Jetzt müssen sie uns die Gelegenheit geben, dass alles. Sie gehen mir auf den Sack, echt. Sie haben jetzt, und das ist ihr gutes Recht, wir haben Herrn Schweiger eingeladen und er sagt das, was er... Ein Bro sah mir, lach mal mehr auf Bildern und ich denk mir, worüber denn? Gibt einfach mies viel Shit, den ich grad überdenk. Ein bisschen Glück macht dich nicht zu nem Übermensch. Und es bringt nichts, die Wahrheit zu kennen, wenn du mit Lügnern hängst. Baut aus, ihr hängt nur mit Influencer für bisschen Promo. Ihr seid alle baut aus, Los, sag mir ruhig ab, ich chill da mit meinem Bro. Und wenn du wieder eine Nacht dich so haust, frag nächstes Mal besser nach einem ID-Foto. So wie mit Carsten damals, was ist denn mit Carsten los? Run that shit back, ich glaub, der braucht ne Wiederholung.